Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, das ist der Wald, da hinten zumindest. Hier ist ein kleiner Grillplatz, ein relativ großer Grillplatz, sogar mit ein bisschen Kinderspielplatz, damit die Kinder da zu bespaßen sind. Befindet sich aber alles wirklich mitten im Wald. Dankenswerterweise kann man auch mit dem Auto hinfahren, ansonsten müsste man von allen Richtungen sehr lange zu Fuß gehen, bis man hierher kommt. Wir sind also wirklich mitten im Nirgendwo. Man ist ja auch fast immer allein, obwohl der Platz so groß ist. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls Thema heute Bär, beziehungsweise ich bin gebeten worden, die Dinge, die ich zum Bär doch eigentlich noch sagen wollte, doch auch bitte noch nachzuholen und noch zu sagen. Und das tue ich jetzt auch. Es geht nämlich um eben die Bärensituation bei Seven vs. Wild. Da ist ja durchaus Bärengebiet, wo die sich rumtreiben oder rumgetrieben haben. Die sind ja schon alle wieder heile zurück. Und dementsprechend wäre das vielleicht auch nochmal ein Thema, worüber man sprechen könnte. Und dazu hätte ich auch ein bisschen was zu sagen. Wildbiologie ist durchaus was, womit ich mich auch lange Zeit beschäftigt habe. Gehört natürlich auch zu meinem Fachbereich. Und dementsprechend traue ich mir da schon zu, ein paar Takte zu verlieren. Gut, aber wenn wir schon vom Bär reden, dann reden wir am Ende auch gleich noch über einen Wolf und dann reden wir vielleicht noch kurz über einen Luchs und auch noch über einen Vielfraß. Die gibt es da auch noch und potenziell sind auch die, also nur potenziell, aber potenziell sind auch die beiden theoretisch gefährlich. So, also. Erstmal zum Bär. Frage Nummer 1, wie viel Bär gibt es denn in Schweden? Ja, die Zahlen, die ich gefunden habe, und das ist leider nichts Hochamtliches, aber dürfte in etwa hinkommen, liegt so etwa bei 2200. Meines Wissens hat man mal 2000 angestrebt, dass das so die Mindestpopulation ist, die als erhaltenswürdiger Zustand angesehen wird oder als erhaltungsfähiger Zustand eher. Soll heißen, dass die Braunbärpopulation in Schweden nicht unter 2000 Tiere fallen soll. Tatsache ist allerdings auch, da ist Schweden, nicht, dass ich jetzt über Schweden herziehen möchte, aber sie sind da schon relativ drastisch, ja, vorsichtig ausgedrückt, in ihrer Maßnahmenwahl, weil die Braunbärpopulation soll auch nicht sehr viel über 2000 entsprechenden Exemplaren liegen. So, und das heißt, der Braunbär wird bejagt. Während da eigentlich in fast überall in Europa, wenn da mal irgendwo ein Braunbär auftaucht, automatisch jetzt erstmal geschützt ist, wird er in Schweden bejagt. Die haben eine gewisse Quote eben an Braunbär, die es geben soll pro Landschaft. Und wenn die Braunbärzahl pro Landschaft da drüber geht, dann darf auch mal ein Braunbär oder auch zwei oder drei oder halt eben viele entnommen werden, je nachdem, wie stark die Reproduktionsrate ist. Das kann man jetzt scheiße finden, das ist aber später noch wichtig, dass es sich um ein Land handelt, in dem Braunbären eben auch bejagt werden. Ja? Also das behalten wir jetzt erstmal im Hinterkopf, jetzt mal völlig unabhängig, ob uns das gefällt oder ob uns das nicht gefällt. Das sei mal außen vor. So, das nächste ist, wie groß ist Schweden? Ja, ziemlich groß. Wie viel Wald hat Schweden, also wie viel potenziellen Braunbärenlebensraum? Eine ganze Menge. Heißt das jetzt also, dass man 2200 Bären auf ganz Schweden verteilt, nie einem Bär begegnet? Tatsächlich nicht, weil die sind nicht auf ganz Schweden verteilt. Die hocken größtenteils, ja, so im Bereich Nordwesten und dann ein bisschen runtergehend. Also abseits der Küste im großen Waldbereich und gehen auch nicht so gerne ins Hochgebirge hoch und damit bleibt dann gar nicht so viel Schweden übrig, wo üblicherweise Braunbären anzutreffen sind. Man muss auch gar nicht weit aus den nördlicheren großen, ne, für schwedische Verhältnisse, großen Städten raus, um potenziell ins Bärengebiet zu kommen. Und da kann man schon auch mal so einen Bär finden. Es gibt inzwischen auch einige Anbieter, die Bären-Safaris anbieten, wo man dann aktiv nach Bär sucht und vielleicht auch mal einen Bär zu sehen bekommt. Garantieren kann das natürlich bei solchen Sachen nie jemand, aber da gibt es dann schon Möglichkeiten. Ne? Also muss man schon sagen, Schweden ist so irgendwo im Mittelfeld bei der Chance oder dem Risiko, je nachdem, wie man das sehen möchte, einem Bär zu begegnen. Ne? In Anbetracht dessen, dass auch viele Wildnistouristen, das ist jetzt ein böser Name für Wildniswanderer, also Wildnisabenteurer, Wanderer, Outdoorfreunde, irgendwie sowas, Tourist will ich da nicht
sagen, da sind recht viele unterwegs. Ja? Sehr, 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 sehr viele. Schweden ist, was das angeht, ja schon fast Eldorado. Auch natürlich aufgrund des Jedermannsrechts, dass man überall zelten darf, überall Feuerle machen, also fast überall Feuerle machen darf und auch fast überall zelten darf. Und da gibt es schon noch gewisse Einschränkungen, aber trotzdem darf man da deutlich mehr als fast überall sonst in Europa. Und das zieht natürlich auch die Touristen magisch an. So, und das wissen die Bären auch, dass da die Touristen eben relativ häufig unterwegs sind und relativ zahlreich unterwegs sind und die Bären haben sich daran gewöhnt. Das ist also eine ganz andere Situation als zum Beispiel in den USA. Da gibt es zwar auch viele Wildnistouristen, aber die haben da ja auch Platz ohne Ende. Ne? Also die USA ist wirklich verdammt groß und da ist ein Land wie Schweden im Vergleich dazu winzig klein. Und das heißt, dass es dann eben in den USA auch wirklich noch Gebiete gibt, die derart weit weg von allem sind, dass es da auch Bären gibt, die ihr Leben noch nicht einen Mensch gesehen haben und die durchaus viele Jahre alt geworden sind, ohne jemals einen Mensch gesehen zu haben. Ja, und wenn die jetzt doch mal einen Mensch sehen, das ist jetzt ein großer Unterschied, dann wissen sie nicht, was mit dem anzufangen ist. Und da der US-Bär auch ein bisschen größer ist, also der Braunbär wohlgemerkt, der Schwarzbär nicht, der ist vergleichsweise harmlos, aber der US-Braunbär ist schon relativ groß und weiß das auch. Ja? Und wenn dann so ein durchschnittlicher Mensch daherkommt, dann denkt sich der Bär, hu, was bist denn du? Du bist aber nicht gefährlich, du kleine Wurst. So in die Richtung. Und dann kommt es häufiger, in den USA erheblich häufiger als Kanada natürlich auch, als zum Beispiel eben in Schweden oder Norwegen oder Finnland, zu Begegnungen der aggressiven Art zwischen Mensch und Bär. Und sofern der Mensch nicht einen wirklich, wirklich großen Schießprügel dabei hat, endet diese Begegnung möglicherweise positiv für den Bär. Also der Bär geht nach Hause und der Mensch nicht. So in die Richtung. Aber, ja, jetzt müssen wir wirklich ganz klar unterscheiden. In den USA ist so eine Begegnung mit Mensch und auch das Bewusstsein, dass ein Mensch theoretisch auch gefährlich sein kann, in der Bärenpopulation nur gering ausgeprägt, weil die, auch wenn sie mal bejagt werden, das werden sie da auch gegebenenfalls, ja, einfach die Chance, dass sie mal Kontakt mit Menschen hatten, einfach viel geringer ist. Drum sind sie unberechenbarer, wenn sie dann mal einem Mensch begegnen. Während der Braunbär in Schweden immer mal wieder, oh, da riecht es wieder nach Tourist, oh, da ist schon wieder ein Tourist, jetzt gehe ich mal da lang, ach Mist, schon wieder ein Tourist im Weg. So in die Richtung, ja. Ganz so voll ist, mag es nicht sein, aber die Bären, die da sind, haben zumindest schon häufig Mensch gerochen. Sie werden schon das eine oder andere Mal in der Nähe von Mensch gewesen sein und für sich gesehen eine Begegnung mit Mensch gehabt haben. Den müssen sie nicht gesehen haben. Ein Bär sieht sowieso nicht besonders gut, also ist auch nicht furchtbar schlecht, aber auch nicht besonders gut eben. Und wenn sie uns mal gerochen haben, dann wissen sie schon alles über uns, was es über uns zu wissen gibt. Und dadurch, dass sie eben auch aktiv bejagt werden, das gar nicht so selten, haben sie eine gewisse zusätzliche Scheu vom Mensch entwickelt. Weil eine Bärin, die mal gelernt hat, Bären sind durchaus sehr intelligente Tiere, die mal gelernt hat, dass so ein Mensch gefährlich sein kann, die also mal bejagt wurde und möglicherweise entkommen ist, vor Hunden zum Beispiel, man nimmt oft Hunde mit auf Bärenjagd, und hat jetzt eben die Konstellation Mensch und Hunde, er ist irgendwie gefährlich, halt lieber Abstand, gelernt und hat jetzt diverse Nachwuchsgenerationen, dann wird sie denen in den 2 Jahren, die sie mit denen unterwegs ist, das machen Bären ja ganz ausführlich, alles beibringen, was sie übers Bärsein so gelernt hat. Und dazu gehört dann eben auch die Scheu vor Menschen und der vorsichtige Umgang mit Menschen, während wiederum nochmal der Vergleich zu den USA, wo es eben häufig Unfälle mit Bären bzw. Vorfälle mit Bären gibt, da ist das halt eben nicht so, weil die meistens ohne jeglichen Kontakt mit den Menschen groß werden und dann ausnahmsweise mal einem eben begegnen. Ja? Also, das ist wichtig. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Während in den USA Unfälle mit Bären relativ häufig vorkommen, gibt es in Schweden 2 in den letzten 100 Jahren. Einer irgendwo, glaube ich, in den 1920er Jahren, das war ein Jäger, der selber Jagd auf den Bär gemacht hat, und der andere Fall ist von 2004 und also Unfälle mit Todesfolge, muss man dazu sagen.
Und der war ein Elchjäger, der auf der Elchjagd war und bei der Elchjagd wohl irgendwie doof einem Bär zu nahe gekommen ist. Und deswegen da irgendwie, ja, wir wissen nichts Genaueres, wir wissen nur, dass wir halt dann eben, nicht wir, aber jemand die Überreste gefunden hat. Und dann ist es schwierig, daraus genau zu rekonstruieren, was da jetzt exakt vorgefallen sein mag. Ja, und das ist eine sehr, sehr niedrige Quote von Unfällen mit Bär bzw. von gefährlichen Situationen mit Bär. Was stattdessen immer mal wieder vorgekommen ist, vergleichsweise häufig, sind Scheinangriffe auf Jäger, wohlgemerkt auf Jäger, die sich auf Bärenjagd oder theoretisch manchmal auch auf Elchjagd, aber meistens auch wirklich auf Bärenjagd befinden. Zweitens Angriffe auf Hunde von Jägern, die sich auf Bärenjagd befinden. Ja, dass der Bär sich das nicht gefallen lässt, wenn da der Hund kommt und dann einmal Buff macht und dann ist der Hund kaputt. Das kann man dem Bär meiner Meinung nach nicht wirklich übel nehmen. Und ja, das ist es im Grunde. Soll heißen, statistisch gesehen ist der Bär in Schweden bisher für den Menschen extrem unwahrscheinlich. Ja, 2 Todesfälle in 100 Jahren und der Bär war da nie weg. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht so, dass jetzt der Bär ist wieder eingebürgert worden und oder wieder zurückgebracht worden, renaturiert worden, wenn man das so nennen möchte. Und seitdem sind 2 Todesfälle passiert. Nö, der Bär ist da nie weg gewesen. Und selbst wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen, vor 200-300 Jahren, da gab es auch nur sehr wenige verglichen mit der Zahl der Leute, die da unterwegs ist und der Zahl der Tiere, die da Bären, die da unterwegs ist. Nur ganz, ganz wenige Zwischenfälle zwischen Mensch und Bär. Also Schweden kommt da eigentlich mit seinen Bären, mit ihren Bären wirklich sehr, sehr gut zurecht. Und so gesehen ist das Risiko, wirklich einen Bärunfall zu haben, sage ich jetzt mal, in Schweden verglichen mit anderen Bärengebieten auf der Welt sehr, 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 sehr gering. Aber, so. Jetzt das große Aber. Trotzdem gibt es da Bären. Und tatsächlich, wie uns übrigens auch im allerersten Teil von Seven vs. Wild, dieser Ranger ist, glaube ich, einer, erzählt, ist das ein sehr bärenreiches Gebiet, wo die da hocken. Und so ganz, ganz grob, ne, kann man das so wirklich von der Landschaft her so ein bisschen einordnen, wo das in etwa ganz, ganz grob sein könnte. Will ich jetzt aber auch gar nicht groß hier irgendwie verraten. Das muss ja keiner wissen, wo das genau gewesen ist. Allein schon aus ich will heilige Erde, wo Seven vs. Wild stattgefunden hat, betreten. Das wollen wir alle, glaube ich, nicht haben. Auch schon gar nicht die Veranstalter. Und dementsprechend werde ich da schön die Klappe halten. Aber grob kann man es ungefähr zuordnen. Und das ist tatsächlich ein sehr bärenreiches Gebiet. Und das dann diese Spur, um jetzt mal wirklich zum Elefant im Raum zu kommen, diese Spur, die der Fabio da gefunden hat, die er als Bärenspur für eine Bärenspur hält, das ist wahrscheinlich wirklich eine. Ja. Es ist nicht die schönste und nicht die eindeutigste, die man jemals gesehen hätte, aber das könnte schon wirklich, wirklich sein, dass das tatsächlich eine Bärenspur ist. Muss nicht, aber das allein sollte einen natürlich. Jeder ist da anders drauf, ja, aber das allein braucht einem jetzt nicht zwingend Angst zu machen, denn nur, dass da mal irgendwann ein Bär vorbeigelaufen ist, das ist keine frische Spur, die ist, ich tue mich schwer, genaues Alter von Spuren einzuordnen, da musst du wirklich Profi im Spurenlesen sein, so gut kann ich das nicht, ein bisschen halt. Und da muss man sagen, nur weil da irgendwann mal ein Bär vorbeigelaufen ist und der Fabio entdeckt die ja für sich am zweiten Tag, glaube ich, ja? Heißt das ja noch lange nicht, dass der noch irgendwo in der Nähe ist oder dass der überhaupt auf die Idee kommen würde, da sich nochmal blicken zu lassen, sobald er an Fabio riecht. Je nachdem, wie der riecht, ne? Nee, Spaß. Ja, also das heißt jetzt erstmal noch gar nichts, aber ja, Bären sind da. Und diesbezüglich hat auch noch mal jemand in den Kommentaren gefragt, wie ist denn das, übertreibt jetzt der Fritz, wenn er seine Fische woanders ausnimmt und woanders verzehrt, als er schläft und da wirklich einen großen Abstand einhält? Oder macht es der Martin richtig, der seine Fische quasi, ne, direkt neben seinem Lagerplatz brutzelt und da verzehrt, wo der jetzt genau seine Fischinnereien aufbewahrt, weiß ich nicht. Und wenn er sie überhaupt irgendwo aufbewahrt. Und das ist letztendlich, muss man fast schon sagen, so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ja? Da es da Bären gibt und ein Bär, auch in Schweden, ein zumindest theoretisches
statistisch sehr, 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 sehr unwahrscheinliches, aber theoretisches Risiko darstellt und man dagegen Maßnahmen ergreifen kann, wie der Fritz zum Beispiel, eben indem er, was in Bärengebieten generell eigentlich immer empfohlen ist, eben Abstand hält zwischen Essplatz, wo es dann nach Essen riecht, und Schlafplatz, wo es dann hoffentlich nicht nach Essen riecht. Ja, das ist also die Anti-Bär-Maßnahme Nummer 1, wenn man im Bärengebiet sicher unterwegs sein möchte. Und ist das in Schweden unbedingt nötig? Sicher nicht. Also es werden sicher ganz viele Leute das nicht gemacht haben und trotzdem heil aus Schweden zurückgekommen sein. Mit Sicherheit wirklich massenweise Leute. Aber kann man schon machen. Und da man ja jetzt, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, ne, dass man, dass jetzt so ein Fritz oder theoretisch so ein Martin oder ja, wer auch immer halt eben viele Leute erreicht, hat ja eine gewisse Vorbildfunktion. Und von daher finde ich das eben in Anbetracht dessen auch wirklich, wirklich eine gute Sache, dass dann der Fritz zum Beispiel eben da wirklich bärentechnisch vorsichtig ist. Ja? Weil dann hast du es gezeigt, ne? Dann hast du es erwähnt, dann haben die Zuschauer, die sich das angucken, dabei was gelernt, dass das im Bärengebiet eventuell Sinn macht. Ja, es ist natürlich schade, weil Martin das nicht macht und jetzt weiß man nicht, muss das sein, muss das nicht sein, ist das übertrieben und so weiter. Ich will auch dem Martin diesbezüglich da jetzt nicht irgendwie Leichtsinn oder sonst was unterstellen. Es ist halt wirklich eine Glaubensfrage. Wie sehr hat man das Bedürfnis, wegen einem super unwahrscheinlichen Risiko, das super unwahrscheinlich, aber doch halt irgendwo besteht, extra Maßnahmen zu ergreifen, ne? Also nur nochmal wirklich, damit wir uns klar machen, wie das statistisch aussieht. Die Chance, dass du von einem Bär in Schweden gefressen wirst, als einer von ganz, ganz vielen Urlaubern, die da in Schweden ihr Unwesen treiben. Ob du jetzt 7 Gegenstände dabei hast, ne, und 7 Tage hungernd an einem See hockst. Oder ob du 35 Gegenstände dabei, also mit dem Rucksack durch die Landschaft spazierst. Spielt dafür überhaupt keine Rolle. Die Chance, dass da ein Bär vorbeikommt und dich angreifen will, ist wirklich mini, 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 mini. Vorher wirst du wahrscheinlich 17 Mal vom Blitz getroffen und danach von 3 Kokosnüssen erschlagen. Und das ohne in der Karibik gewesen zu sein. So in diesem Bereich befinden wir uns irgendwo. Also so 6er im Lotto. Ja? Wahrscheinlich ist ein 6er im Lotto noch wahrscheinlicher. Wobei man das natürlich nicht genau berechnen kann. Dafür müsste man exakt wissen, wie viel Bär wann wo und wie viel Touristen wann wo und so weiter und so weiter. Aber wenn der Bär kommt, das will jetzt vielleicht der ein oder andere wissen, was macht man denn, wenn der Bär kommt? Normalerweise sollten das Begegnungen sein, in denen der Bär einen aus irgendwelchen Gründen nicht vorher gerochen hat. Wenn er das tut, hält er normalerweise Abstand, geht im großen Bogen drumherum und es kommt gar nicht zu einer Begegnung. Der Bär weiß wohl, dass unser eins da ist. Wir werden nie eine Ahnung gehabt haben, dass der Bär da gewesen ist. Und das ist wahrscheinlich in 99% der Bärbegegnungen sowas. Ja? In den ganz wenigen Bärbegegnungen, wo der Bär überrascht wird, wo man ihn dann auch zu sehen bekommt und seine Anwesenheit als Mensch wahrnimmt, wird er auch wieder in einem ganz großen Großteil der Fälle sich zurückziehen. Das muss nicht zwingend flüchten sein im Sinne von der rennt weg, weil es kann auch durchaus sein, der Bär weiß ja, dass er ein Bär ist. Ja? Also der weiß, was ist denn das? Das haue ich weg. Theoretisch haue ich das weg. Ich muss es nicht weghauen, aber ich könnte es weghauen. Drum hat der Bär, der hat keinen Fluchtreflex. Vor was soll der wegrennen, ne, in seiner Welt? Der ist mit Abstand der Apex-Predator und auch wenn er viele Bären frisst, ne? Bären. dummer Witz, egal. und der braucht wirklich von niemandem Angst zu haben und drum ist, hat er kein ausgeprägtes Fluchtverhalten. Er hat eine natürliche Vorsicht wie jedes Wildtier und hält zu uns eben in gewissen Abstand ein und er wird dann wirklich auch aktiv von uns flüchten, wenn er mal die Erfahrung gemacht hat oder von seiner Mutter beigebracht bekommen hat, dass wir Menschen gefährlich sind. Weil die Bären werden da wahrscheinlich nicht unterscheiden zwischen Tourist und Jäger, sondern einfach generell, wenn du Mensch riechst, ja, dann geh da lieber mal nicht hin. Ja, und drum eben die allerhäufigsten Fälle von Bärbegegnungen, Bär-Mensch-Begegnungen, die gibt es gar nicht so selten in Schweden. Das geht völlig glimpflich aus, weil der Bär sich langsam zurückzieht, schnell zurückzieht, wirklich manchmal auch wegrennt, aber in jedem Fall zieht er sich fast immer zurück. Sollte er sich mal nicht zurückziehen, dann kann es sein, dass er schlicht und ergreifend einfach nur neugierig ist. Das muss noch kein aggressives Verhalten sein. Tritt vielleicht in 10% aller Bärenbegegnungen mal auf, dass er sich nicht sofort zurückzieht. Und das sind so Grobzahlen, ne? Also so Erfahrungswerte, grob geschätzt. Wirkliche Statistik wird zum Bär nicht geführt, zu Wildschwein zum Beispiel gibt es sowas. Aber wirkliche Statistik leider nicht. Und ja,
wenn er das dann tatsächlich sich immer noch nicht zurückzieht, dann zieht man sich selber zurück. Sollte man sowieso in dem Moment anfangen, wo man dem Bär begegnet und der noch nicht gleich wegrennt. Beim Zurückziehen, wichtig, rückwärts gehen, ja, nicht davon rennen, langsam zurückgehen, nicht aggressiv auftreten. Das kann man bei dem Wolf durchaus machen, kommen wir gleich noch dazu. Bloß nicht beim Bär, weil mit einem Wolf kann man verscheuchen. Der Wolf weiß, er ist nicht der Stärkste im ganzen Wald. Der Bär ist es schon. Und das macht einen großen Unterschied. Gut, deswegen niemals aggressives Verhalten gegenüber dem Bär zeigen, es sei denn, man hat ein wirklich, wirklich großkalibriges Schießgewehr dabei und auch nicht ein Pfefferspray, beziehungsweise Pfefferspray in Schweden ist sowieso so ein Thema, das darfst du nur dann mit dir rumschleppen, wenn du auch einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte hast. Daher, die allermeisten werden da kein Pfefferspray haben. Drum hatten die vermutlich bei Seven vs. Wild auch kein Pfefferspray dabei. Hätte man ja sagen können, in dem Notfallkoffer ist noch ein Pfefferspray drin, weil es doch mal ein Bär kommt, ist in Schweden schwierig. Ja, aber wurscht, jedenfalls. Wenn der Bär sich nicht zurückzieht, dann gehen wir langsam rückwärts. Wir dürfen dabei durchaus freundlich mit dem Bär sprechen. Das wird generell sehr häufig empfohlen, insbesondere in den USA, wo die Bärenzwischenfälle eben am meisten stattfinden. Das heißt, die haben da am meisten Erfahrung mit. Und man sieht es wirklich als praktische Maßnahme an, freundlich mit dem Bär zu sprechen. Weil die meisten intelligenteren Tiere, und da gehören Bären dazu, wie alle Raubtiere, sind schon in der Lage, grob zu erkennen, ob das Geräusch, was ein anderes Tier macht, jetzt ein aggressives Geräusch oder ein nicht aggressives Geräusch ist. Und da ein guter Bär, lieber Bär, freundlicher Bär, das nicht besonders aggressiv klingt, wenn du ihn gegen anbrüllst und ihn beschimpfst, was seine Mutter doch für was auch immer gewesen ist, dann mit dem entsprechenden Ton und gerade mit entsprechender Lautstärke, dann würde er das nicht unbedingt als positiv wahrnehmen. Ja? Und dann würde er dich nicht unbedingt als sympathisch wahrnehmen. Und das könnte passieren, dass er dich dann als Futter war. Ja, ich will jetzt auch keine unnötige Panik verbreiten, ne? Aber wirklich zurückgehen und freundlich mit dem Bär sprechen, nach Möglichkeit eben rückwärts, bis man eine gewisse Distanz hat, dann kann man sich auch rumdrehen und dann auch zügig entfernen, blöde wegrennen, wie doof, das ist auf keinen Fall empfehlenswert, dann haut man sich erstens sehr gerne mal auf die Nase im unwegsamen Gelände, wir haben ja gesehen, wie es bei Fritz zum Beispiel zwischen den Steinen aussieht oder bei Martin zwischen den Steinen aussieht, wenn du da wie doof durchrennst, dann liegst du auf der Fresse oder beim Chris, der diesen Übergang hat von seiner blaubeerreichen Hälfte der Insel zur nicht blaubeerreichen Hälfte der Insel, wenn der da wie blöde von der Tarantel gestrochen durchrennt, haut er auch auf die Fresse. Ne? Oder ist zumindest das Risiko, dass das passiert, relativ hoch. Daher niemals in Panik wegrennen, wenn man es vermeiden kann. Wenn man es dann doch tut, weil man halt wirklich in Panik ist, ja, dann ist es so. Und das ist es im Grunde. Sollte der Bär angreifen, dann handelt es sich ganz oft um einen Scheinangriff. Der Bär will mal klar machen, dass er hier das Sagen hat, was er ja auch hat. Das muss man einfach akzeptieren. Der Bär ist der Boss. Und in mal sehr, sehr seltenen Fällen ist es halt wirklich ein Angriff. In beiden Fällen sollte man sich tatsächlich am Boden zusammenkauern. Da gibt es mehrere Varianten. Entweder flach auf dem Boden liegen, Bauch nach unten. Oder Beine anziehen und embryonal halten. Aber mit dem Rücken nach oben, nicht auf der Seite liegend, oder Embryonalhaltung auf der Seite liegend. Kann man sich streiten, was besser ist. Wenn du den Rücken nach oben drehst, sind deine Organe erstmal ein bisschen durch Rippen und Rückgrat geschützt. Dummerweise sind Rippen und Rückgrat dann ungeschützt. Ja, wenn du den Bauch nach oben drehst, sind halt deine Organe nicht geschützt. Das ist tendenziell auch ziemlich tödlich, wenn er da mal reinbeißt. Wenn er dir hingegen nur in Anführungszeichen mal ein bisschen am Rücken rumknabbert, dann sind die Chancen, dass da nicht gleich ein Pneumothorax draus resultiert, zumindest vorhanden. Und wenn die Wirbelsäule nicht gleich durchgebissen wird, was so ein Bär natürlich logischerweise völlig locker kann, ja, das macht dem gar nichts, dann stehen da schon gewisse Chancen, dass man das vielleicht noch überlebt. Ja. Nieren sind natürlich noch ein Thema, aber es wird im Allgemeinen wirklich empfohlen, den Kopf dann noch zwischen die Hände zu nehmen und wirklich nach weit unten zu nehmen, den Hals einzuklappen, damit die Kehle geschützt ist. Auch Bären reißen gerne ihren Beutetieren die Kehle erstmal relativ bald auf, damit die dann halt hin sind und dann in Ruhe verspeist werden können. Das klingt alles nicht sehr sympathisch, ich weiß, aber so ist es halt. Ist halt Natur, die ist halt nun mal die Natur halt. Und ja, das im Wesentlichen zum Bär. Aber dass es zu einem wirklichen Angriff kommt, nochmal, ne? Das
das kommt eigentlich, wenn du nicht dem Bär aktiv nachstellst, sprich Bärenjäger bist, dann kommt das eigentlich so gut wie gar nicht vor, jedenfalls in den letzten 100 Jahren wirklich nur ganz, 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 ganz seltene Fälle. Also da muss man sich, aus meiner Sicht muss man da nicht wirklich Sorgen haben. Da müsstest du dir auch jedes Mal in die Hose machen, wenn du irgendwo über die Straße gehst, dass du dabei vom Auto erfasst wirst, selbst wenn du keins sehen kannst, ist immer noch viel, viel, viel wahrscheinlicher, als dass dich in Schweden, selbst wenn du da bist, ein Bär frisst, ja? Oder killt. Aber wenn er dich killt, dann frisst er dich wahrscheinlich auch. Das soll sich ja lohnen. Gut, kommen wir zum Wolf. Ja, Wolfe gibt es in Schweden nur sehr, sehr wenige. Die haben jetzt derzeit ein bisschen was über 300. Tatsächlich ist auch 300 der Mindestbestand, wo sie sich jetzt seit gar nicht mal so langer Zeit darauf geeinigt haben, dass sie 300 Wölfe haben wollen, damit überhaupt Wolf in Schweden nach wie vor heimisch bleibt. Aber viel mehr als 300 Wölfe wollen sie halt auch nicht haben. Das hängt auch damit zusammen, dass in Nordschweden ja die Sami leben, also die Ureinwohner Skandinaviens, die leben auch in Nordnorwegen und in Nordfinnland, also alle drei Länder zusammen. Sind auch kein Staatsangehöriger von einem der drei Länder, sondern gehören wirklich in ihr Sami-Land. Das hat auch irgendeinen anderen Namen, kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Ganz tolle Sache, ganz toll, wie die mit ihren Ureinwohnern umgehen in Skandinavien, wie ich finde. Wie dem auch sei, die züchten Rentiere. Ja, und wenn die Rentiere züchten, haben die natürlich kein besonderes Interesse daran, dass zwischen ihren Rentierherden Wölfe rumrennen. Und da aus Rücksicht auf die Sami ist das eine wolfsfreie Zone. Also komplett Lappland darf kein Wolf rein. Das heißt, irgendwie muss man verhindern, dass der Wolf das auch weiß, dass er da reingeht. Also man muss dafür sorgen, dass der Wolf das auch weiß. Und das macht man am besten, indem man ihn abschießt, soweit er weit nach Norden kommt. Und für die Wölfe, die im Süden bleiben, das sind dann halt eben auch nicht mehr besonders viele, gibt es auch durchaus Jagdzeiten. Und man zählt die und guckt, so und so viele Wölfe haben wir. Okay, das sind jetzt mal wieder genug, dann können mal wieder ein paar entnommen werden. Also Schweden leistet sich schon Wolf, aber zur Wolfsdebatte, wie viel Wolf wir denn in Deutschland haben können, wir sind zu der Zeit bei etwas 1300. Sowas um den Dreh, ganz grob. Ja, offizielle Zahlen immer schwierig. Ja, und wir sind jetzt nicht so viel größer als Schweden. Ne? Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt größer als Schweden? Ich glaube nicht. Ziemlich identisch, würde ich sagen. Wie dem auch sei, also mit den Inseln spätestens. Schweden leistet sich nur sehr, sehr wenig Wolf. Und das heißt, dass die Wolfsdichten, jetzt gerade in so Gebieten, wo so ein Survival-Martin oder auch der Fritz standardmäßig viel unterwegs sind, also so Berlin-Brandenburg, so die Ecke, da gibt es bei weitem erheblich höhere Wolfsdichten, erheblich höhere Chancen, dem Wolf zu begegnen, als in Schweden. Also das müssen wir uns klar machen. Ne? In wirklich viele, viele Ecken in Deutschland sind wolfstechnisch viel gefährlicher als Schweden. So, ist ein Wolf gefährlich? Da gab es eben auch die letzten 100 Jahre so eine Handvoll Todesfälle, meistens aus guten Gründen. Ich erzähle diesbezüglich ganz gerne immer die drei lustig. Ja, das ist jetzt wieder böse. Wir mögen schwarzen Humor? Ja, mögen wir. Okay. Also, die drei lustigsten Fälle von Wolfsangriffen. Einmal der Jäger, der sich mit Hirschpheromonen getarnt hat, um vom Hirsch nicht erkannt zu werden und nach Hirsch zu riechen. Der wurde leider vom Wolf angeknabbert, weil der Wolf ihn halt eben mit dem Hirsch verwechselt hat. Das müssen gute Pheromone gewesen sein. Dann ein Forscher, der einen unbetäubten Wolf aus einer Falle genommen hat. So nach dem Motto, oh, ein Wolf, schön, den nehme ich da jetzt raus. Hab nur dummerweise vergessen, ihm vorher einen Betäubungsfall zu verpassen. Aua. Wolf wollte sich natürlich verteidigen, ja, hat er auch gemacht. Und dann gibt es noch so den anderen dritten prominenten lustigen Fall, da, das kommt relativ häufig vor, dass Leute ihren Hund vorm Wolf verteidigen wollen. Also der Wolf greift den Hund an und Herrchen oder Frauchen geht dazwischen und versucht den Wolf zu vertreiben und dann kann es dann halt eben mal vorkommen, dass der Wolf beschließt, ich werde auch mit euch beiden fertig. Je nachdem, was das für eine Fußhupe, für ein kleiner, niedlicher Hund ist, der da jeweils im Spiel ist. Ne? So. Was tun, wenn der Wolf kommt? Verjagen versuchen. Ne? Dann kann man mit den Armen wedeln, man kann Dinge nach ihm werfen, man kann ihn anschreien, man kann schlimme Lieder singen. Ich empfehle Modern Talking oder sowas. Dann rennt er garantiert weg. Und ja, im Prinzip sowas. Also beim Wolf darf man aggressiv sein, beim Bär bloß nicht. Das ist wichtig. Nicht verwechseln, nicht andersrum machen. vom Wolf niemals davonrennen, das löst den Verfolgungsreflex aus, den Jagdinstinkt des Wolfs, dann bist du Beute. In dem Moment, wo du wegrennst, wirst du ganz klar zur Beute klassifiziert und dann verfolgt er dich und ja, wenn er dich hat, hast du ein Problem. Sollte ein Wolfsrudel angreifen, ich höre ganz häufig, ja, aber Wolfe jagen doch im Rudel.
dass man dem Wolf begegnet und dass es da wirklich zu einer aktiven Begegnung kommt, das trifft fast immer nur auf Einzeltiere zu. Es gibt kaum Berichte, dass jemand einen Wolfsrudel mal gesehen hätte. Das gibt es so gut wie nie. Das ist einfach Praxis. Wenn wirklich ein Wolfsrudel beschließt, Jagd auf einen Menschen zu machen, absichtlich, wirklich aktiv Jagd auf einen Menschen zu machen, nur das wäre eine Situation, wo sich einem ein Rudel nähert, dann hat man keine Chance. Hat man überhaupt keine Chance. Selbst wenn du ein Gewehr hast, kann das durchaus passieren, dass du da keine Chance hast. Aber wie gesagt, das kommt nicht vor. Da gibt es so gut wie keine Berichte. Und wenn Rudel Jagd auf Menschen machen, dann suchen sie sich meistens Kinder. Das ist jetzt wieder grausam, aber naja, die sind halt leichter kaputt zu kriegen. Ja, so, dann gibt es noch den Luchs, der Vollständigkeit halber. Der Luchs ist völlig harmlos. Ja, also der kann alles killen, was so Rehgröße hat. Das kann er auch sehr effizient killen und das macht er auch. Manchmal geht er auch mal an Hirschkalb, soll auch schon vorgekommen sein. Hin und wieder auch mal kleinere Beute, also so Hase, Kaninchen, sowas in die Richtung. Aber primär Reh, auch in Skandinavien gibt es ja Rehe, auch da eben primär Reh. Der Nord-Nord-Nord-Luchs mag sich vielleicht auch mal ein Rentierkalb schnappen, aber immer noch primär Reh. Ja, dass Luchse Menschen anfallen, kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Es gibt ein paar Fälle, wo mal ein Luchs einen Mensch verletzt hat, wo es wieder solche Sachen waren wie Forscher nimmt unbetäubten Luchs aus Falle. Sowas. Ja, aber dass aus der freien Wildbahn raus ein Luchs einen Mensch angreift, ne. Und dann gibt es noch den Vielfraß. Den kennen viele Leute nicht. Das ist im Grunde ein sehr, sehr großer Marder. Das ist auch der größte europäische Marder. Vielleicht auch, ja, meines Wissens sogar der schwerste Marder weltweit. Also das ist sozusagen eine Mischung aus Hund und Bär. Ein kleiner, kompakter Hundebär, wenn man ihn so nennen möchte. Und das klingt jetzt hoffentlich wehrhaft, weil das ist er auch. So ein Vielfraß hat ein extrem starkes Gebiss, ist sehr, sehr kompakt in der Bauweise und besteht eigentlich nur aus Muskeln. Also das ist so ein richtiges, der tasmanische Teufel. Ja? Der geht so ein bisschen in die Richtung Vielfraß, wer vom tasmanischen Teufel schon mal was gehört hat. Und der kann tatsächlich einem Menschen gefährlich werden, wenn der Mensch doof genug ist, den Vielfraß zu ärgern, beziehungsweise den an seiner Höhle aufzulauern, an seinem Unterschlupf. Der muss nicht zwingend in der Höhle wohnen, vielleicht auch unter einem Gebüschbaum, umgefallenen Baum, irgendwo, wo er es halt gemütlich hat, wo es ihm gefällt. Wenn man ihm da zu nahe kommt, ihn an seinen Rückzugsorten stört, dann kann es auch mal passieren, dass er dann mit einem Angriff und nicht mit einer Flucht reagiert, wenn die Flucht eben für ihn die unwahrscheinliche Variante ist. Weil du hast ihn hier gefunden, du hast ihn aufgespürt an seinem Rückzugsort. Das will er sich nicht gefallen lassen und wenn der dich beißt, dann hast du echt ein Problem, weil die haben ein derartig krasses Gebiss. Ne? Ich weiß nicht auswendig, wie schwer die werden. Ich meine so irgendwas zwischen 20 und 30 Kilo können die schon haben. Vielleicht so einzelne Exemplare sogar noch ein bisschen schwerer. Ich schreibe es mal unten hin. Muss ich nochmal kurz nachlesen. Ja, das. Also ganz einfach, Vielfraß nicht ärgern. Ja? Und wenn du irgendwo was brummen, knurren oder sonst wie hörst aus einer Höhle, dann geh halt weiter. Dann nicht ein Foto machen, sondern weitergehen. Das wäre einfach eine gute Idee, sofern man in einem Gebiet unterwegs ist, wo es den Vielfraß eben gibt. Ne? Übrigens heißt er auf Skandinavisch eigentlich Fjällfräs, also der Fresser im Fjell sozusagen, dass der besonders gierig und besonders vielfraßig unterwegs ist und einen solchen deutschen Namen bekommen hat, der eigentlich nicht besonders sympathisch klingt. Ne? Ein Vielfraß, das ist ja was negativ behaftetes. Das liegt einfach am Übersetzungsfehler. Fjällfräs, Vielfraß. Also da sind wir Deutschen in der Hinsicht wieder mal ein bisschen unkreativ gewesen und darum hat er bei uns diesen ihm nicht entsprechenden Namen. Das ist ein ganz großartiges Tier. Ja, das wär's. Ja, das sind die vier Wildtiere. Achso, ein Elch kann noch gefährlich sein. Ja. Ja, dann wollen wir den Elch noch kurz ergänzen. Also Elche sind sehr, sehr gefährlich, was Verkehrsunfälle angeht. Da machen die aus dem Auto sehr schnell mal Schrott, wenn man mit denen kollidiert. Aber jetzt so in der Wildnis, wenn man gar nicht mit dem Auto unterwegs ist, kann es theoretisch passieren, dass ein Elch sich verteidigt, wenn man, eine Elchin genauer, wenn man den Jungtieren zu nahe kommt. Wenn der Elch sich bedroht fühlt, weil er gejagt wird, also Jäger werden recht häufig mal vom Elch angegriffen, das gibt's immer mal wieder.
Und ein Elchbulle in der Brunftzeit, wenn man sich dem nähert, dann kann es auch sein, dass er einfach so unter Testosteron ist, dass er auf alles losgeht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist alles schon mal vorgekommen, ist wahrscheinlich, also wirklich Elchangriffe auf Mensch direkt, Verkehrstote mal ausgenommen, sogar noch statistisch gesehen ein bisschen wahrscheinlicher vom Elch angefallen zu werden als vom Bär. Ja? Also da kann man sich auch mal ungefähr ausrechnen, wie gefährlich der Bär eigentlich ist, wenn selbst ein Pflanzenfresser wie der Elch da noch weiter oben in der Liste steht. Wobei man wirklich da ganz klar unterscheiden muss zwischen Jägern, die vom Elch angefallen werden. Also auf gut Deutsch, der Elch verteidigt sich sozusagen bloß, weil er merkt, ihm wird nachgestellt. Die Jäger sind mit Hunde unterwegs und so weiter und so fort, oder eben irgendein Tourist oder irgendjemand, der einfach so im Wald rumläuft, wird vom Elch angefallen. Letzteres kommt sehr, sehr, sehr selten vor und ist dann meistens auch ein Bericht in der Zeitung wert, während Jäger, die vom Elch angefallen werden, meistens gar nicht so medial irgendwie zur Kenntnis genommen werden. Das passiert recht häufig, ne? Also nur, dass wir auch da nochmal drüber gesprochen haben. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich, wahrscheinlich irgendwas anderem. Tschüss.